Hallo ihr Lieben! Sind die nicht wirklich putzig, die Fledermaus-Cupcakes? Ich war hin und weg und die sind auch mit Sicherheit der Knaller auf jeder Halloween-Party. Also vielleicht sucht ihr noch ein Rezept. Das Wichtigste, was ihr dafür braucht, sind Oreos und Zuckeraugen. Und alles andere, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Zuerst wird die Butter mit dem Vanillezucker und dem Zucker für 3 Minuten schaumig geschlagen. Dann kommen nach und nach die Eier dazu. Jetzt kommen die trockenen Zutaten in eine Schüssel, also Backkakao, Mehl und Backpulver werden einmal kurz vermischt. Dann gebe ich die Hälfte dazu und auch die Hälfte der Milch kommt dazu. Das wird einmal kurz verrührt und dann kommt auch schon die zweite Hälfte dazu. Zum Schluss gebe ich noch die Backdrops dazu, verrühre das Ganze einmal kurz und dann ist der Teig auch fertig. Mit 2 Löffeln könnt ihr jetzt ganz einfach den Teig in den papierförmigen portionieren. Sind die Muffins fertig gebacken, macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe. Dann lasse ich sie für 5 Minuten auskühlen und gebe sie dann auch direkt auf ein Abkühlgitter, wo sie dann komplett auskühlen können. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Fledermäuse. Dazu rolle ich auf etwas Bäckerstärke dünn etwas weißen Fondant aus und schneide mir da kleine Dreiecke draus. Das sind dann später die Zähne. Für die Fledermäuse trennt ihr 2 Oreos auf, bei dem einen nimmt ihr die Creme ab und säbelt ruhig richtig, nicht das Messer drücken, sonst bricht euch der Keks. Erstmal in die Hälfte und die Hälften teilt ihr dann nochmal in ein Drittel. Das Drittel kommt als Ohren oben dran und der Rest sind dann die Flügel. Achtet nur darauf, dass ihr das seitenverkehrt macht. Und mit der Creme könnt ihr jetzt die Augen befestigen und auch die Zähne. Und ja, dann ist die Fledermaus auch schon fertig. Zuallererst wird die Sahne mit dem Sahnesteif einmal steif geschlagen. Jetzt gebt ihr alle restlichen Zutaten, Frischkäse, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel und rührt das einmal so lange um, bis die Zuckerkristalle sich aufgelöst haben. Das waren bei mir etwa 2 Minuten. Zum Schluss kommt jetzt noch die Sahne dazu, wird auch kurz verrührt und dann ist die Creme fertig. Jetzt fülle ich mir die Creme in einen Spritzbeutel. Achte nur darauf, dass ihr erst die Spritztülle reintut, nicht so wie ich hier. Ich habe sie mir dann festgehalten. Und dann spritzt ihr die Creme auf die Muffins. Da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das aufspritzt. Ihr könnt Rosetten machen oder ihr könnt Sterne machen, wie ich euch hier jetzt zeige. Achtet halt nur darauf, dass genug Creme drauf ist, dass der Oreo auch hält. Ja, und dann stelle ich die für eine Stunde mindestens in den Kühlschrank. So, und so schnell habt ihr einen richtig coolen Cupcake gemacht. Also ich glaube, da wird jedes Kinderauge strahlen. Und es ist ein bisschen Fummelsarbeit, ja,
Aber ich muss sagen, die lohnt sich und meine Kinder waren begeistert, als sie den gesehen haben. Wir werden jetzt gleich erstmal gegessen. Was ich noch sagen wollte, also wenn ihr die transportieren wollt, dann setzt entweder, wenn ihr da seid, die Fledermaus rein, erst in die Sahne, weil die kann euch umkippen während der Fahrt. Oder ihr macht euch eine Buttercreme, dazu habe ich einige Rezepte, die wird hart und da hält die Fledermaus besser drin. Oder was mir auch noch eingefallen ist, man hätte auch, bevor man die Fledermaus zusammensetzt, einen Zahnstocher in etwas Schokolade tunken können und den auf den Keks geben können und dann zuklappen. Dann wird die Schokolade hart und der Zahnstocher kann bis in den Cupcake runter. Also die Fledermaus kann dann bis in den Cupcake gesteckt werden und so hält sie euch auch besser. Ja, ist halt, wird nicht richtig feste, also schon, aber für den Transport nicht so geeignet. Deswegen kleiner Tipp von mir. Ja, dann hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen da. Wer noch Fragen hat, der kann kommentieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!